Auf den ersten Blick sieht es etwas befremdlich aus, was diese drei Skifahrer an dem Berg in Österreich treiben. Mit perfekten Schwüngen fahren sie den Hang herunter, allein es fehlt der Schnee. Rockskiing heißt das, was wir da sehen. Als Unterlage für die Skier dient Schotter. Entlang der Berghänge gibt es davon eine ganze Menge. Eigentlich ist das Rockskiing eher eine Notlösung, sagt Extremsportler Christoph Ebenbichler. Das warme und trockene Wetter macht erfinderisch. Ja, bei uns ist momentan das Problem, dass es zu warm ist, um künstlichen Schnee zu erzeugen. Und Naturschnee ist noch nicht gefallen. Und jetzt, damit wir einfach ein bisschen in der Übung bleiben, sind wir auf die Schotterpiste gegangen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Skitechnik auf Geröll nicht so sehr von der auf Schnee. Auf den zweiten schon, sagt Ebenbichler. Wie man gesehen hat, ist es schon deutlich schwieriger wie auf normalen Schnee. Es ist einfach eine höhere Reibung da. Und das hat man meine beiden Stürze gesehen, dass das dann manchmal sehr schnell geht und man liegt am Arsch. Rockskiing könnte bald olympisch werden, glaubt Ebenbichler. Er hofft auf eine schnelle Entscheidung des IOC. Dies würde sicherlich einen wahren Geröll-Ski-Boom auslösen. Fraglich noch, ob das Rockskiing dann als Sommer- oder Wintersportart an den Start geht. Und auch die Skiindustrie müsste sich dann vermutlich etwas Neues überlegen.